Also von hier aus. Hallo? Nee, du musst total laut. Also, internationale Solidarität mit den Betroffenen der Hypothekenfalle in Spanien. Gegen Zwangsräumung und für ein Recht auf würdigen Wohnraum überall. Heute. Heute wird im spanischen Kongress über ein Volksbegehren der Plattform der Betroffenen der Hypothek abgestimmt. Für die Initiative wurden über 1,5 Millionen Unterschriften gesammelt. Trotzdem wollen die Abgeordneten der konservativen Partido Popular dagegen stimmen. Und das, obwohl sogar der Europäische Menschenrechtsgerichtshof die spanische Gesetzgebung für unrechtmäßig erklärt hat. Angesichts der durch die kapitalistische Krise zugespitzten sozialen Situation fordern wir mit den Betroffenen zusammen Erlassung der Schulden, wenn einer mit Hypotheken abzuzahlen. Ja, Erlassung der Schulden. Doch von Zwangsräumungen, wenn die Zahlungen nicht mehr leistbar sind. Soziale Wohnungen, deren Miete nicht 30% des Einkommens überschreiten dürfen. Täglich über 600 Zwangsräumungen im spanischen Staat lassen Familien auf der Straße und im Elend landen. Zunehmende Selbstmorde unter den Betroffenen sind der drastischste und bedauernswerte Ausdruck dieser Misere. In der Zeit des Immobilienbooms wurden billige Kredite von Banken vergeben und Wohnungen mittels Hypotheken finanziert. Die Immobilienpreise sollten immer weiter steigen und die Illusion einer sicheren Anlage wurde geschürt. Mit dem Platzen der Immobilienblase und der Wirtschaftskrise seit 2008 brachen sowohl die Preise für Wohnungen ein, als auch viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren und die Kredite nicht mehr abbezahlen konnten. Massenhaft werden nun von den Banken die Wohnungen gepfändet und zwangsversteigert. Nach jetziger Rechtslage müssen die Betroffenen nicht nur ihre Wohnungen verlassen und werden obdachlos, sie müssen sogar die ausstehenden Hypothekenschulden weiter an die Bank zahlen und bleiben ihr Leben lang verschuldet. Die Armut wird von den Kapitaleignern und der Regierung für ihre Interessen in Kauf genommen. Das nehmen wir nicht hin. Wir unterstützen die kollektiven Verhinderungen der Zwangsräumung durch die Plattform der Betroffenen und wollen auch in Berlin Zwangsräumungen verhindern, die sich durch die Interessen der Kapitaleigner begründen. Für die Gesetzesinitiative der Hypothekenbetroffenen gegen Zwangsräumung, internationalen Widerstand gegen die kapitalistische Krise. Oh. Si se puede.